Ja. Jetzt bekommt er erst noch mal ein schönes Panoramabild. Vom Chiemsee. Mit Tonka-Wimmelbild. Ich glaube, in der Sauna sind keine. Nein, ist keiner drin. Noch okay. Nicht. Noch nicht. So, dann stellen wir uns mal auf. Ja. Nicht am Tisch wackeln. Ich wackel nicht am Tisch. Na gut. Das erzählen wir jetzt. Das ist so. Dieselpanne. Ja. Ja. Ja, also. Also. Es fing so an. Er sagte 1,32. Das zahle ich nicht. Was? Ja, 1,32 war der Dieselpreis. Ja, ja. Und da fahre ich weiter. Es wird noch billiger. Es wird noch billiger. Und dann ist er an der Tankstelle vorbeigefahren und dann hat er gesagt, ich glaube, da ist aber auch kein Diesel mehr drin. Guck mal, da guckt schon wieder einer unseren Tonka an. Nur. Mhm. Nicht anfassen. Ja, und die ganze Geschichte hat eine Vorgeschichte. Weil beim Aufbau unseres Tonkas haben wir uns entschieden, zwei Tanks zu haben. Auf der Fahrerseite haben wir einen 200 Liter Tank und auf der Beifahrerseite den original 140 Liter Tank, den der Tonka sowieso hat. Und das ganze System sollte mit einem Umschalthebel von einem Tank auf den anderen zurück sein. Haben wir auch alles gemacht, wie wir den Tonka abgeholt haben muss. Von Raimund habe ich ihn gefragt, kannst du ein Problem das umschalten? Ja, kein Problem. Ich habe mir nicht getraut, das umzuschalten, weil ich habe ein Trauma mit trocken gefahrenen Diesel. Schrecklich, ganz schrecklich. Also ich habe es immer noch hingeschoben und bevor wir losgefahren haben sind, habe ich dann eben Raimund gesagt, hör mal, ich möchte das mal bitte gerne kontrollieren, wie das geht. Also sind wir zu Raimund hin, haben noch gesagt, einiges zu kontrollieren und dann probieren wir aus. Haben also auf den großen Tank umgeschaltet und ohne zu murren, Tonka lief weiter. Ach, wie schön. 80 Liter hatten wir jetzt in diesem Tank drin. Also nicht voll, wir wollten ihn ja irgendwo tanken, wenn es günstig ist. Wir? Ja. Du? Ich. Gut. Und sind also losgefahren, nur auf dem einen Tank. Und dann irgendwann hatte ich ausgerechnet, naja, wenn wir jetzt rund 20 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen und wir haben jetzt so 360 Kilometer runter, dann müssten wir doch mal vorsichtshalber tanken, weil an diesem Tank ist noch keine Tankuhr angeschlossen. Also habe ich gesagt, weißt du was, bei der nächsten Tankstelle tanken wir. Also wir fahren jetzt immer rein intuitiv, also Tacho, Kilometer pro Stunde, intuitiv, Tank, intuitiv. Hm. Also wir messen nicht, wir fahren rein intuitiv. Ja, nur kam dazu, zur nächsten Ortschaft waren es ja nur noch ein paar Kilometer, nur da war eine Baustelle. Wir mussten einen relativ großen Umweg fahren und dann einen Umweg, wo wir aus dem Dorf rauskamen, da ging es relativ steil hoch. Wo ich ja, dachte, aber er hat mir gesagt, er hätte keinen Diesel mehr. Und dann auf einmal, die Straße ging so hoch und dann da hatte ich schon die Bedenken. Brüllt er mich an, aussteigen, aussteigen, los, tu den Hahn rumdrehen. Ich denke, was ist denn jetzt los? Ich bin ausgestiegen. Und hatte das Batteriekabel in der Hand. Nein. Nein, du hattest mir das ja mal gezeigt, ja. Ne? Aber da war es schon zu spät. Hm? Tja, genau. Es war zu spät. Er hat schon Luft gesaugt. Er hatte Luft gesaugt. Also. Und dann? Warnblinkanlage an, Motorhaube auf, kleine Pumpe genommen und gepumpt und gepumpt und gepumpt. Und
kam auch sofort Diesel wieder an. Und dann sagt er, setz dich doch mal auf den Fahrersitz und mach doch mal den Tonka an. Ne? Das war bevor ich überhaupt damit gefahren bin. Ne? Mach doch einfach mal. Ja, ja. Und Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Bum, du, ich habe jetzt ein Trauma, ein Gas geben Trauma. Und dann macht er und war schon wieder aus. Ne? Und dann half alles Pumpen nichts. Absolut nicht. Und wir standen am Berg. Ja. Mit und Motorhaube offen. Ja. Und dann sagt er, guck mal nach hinten, ob da Autos kommen. Ich lass mal eben rollen. Hm? Ja, ich habe gesehen, am halben Berg runter ging es rechts zu so einer Art Scheune hin, wo es recht steil zur Scheune hinging. Mein Gedanke war, rückwärts rollen, gucken, dass du mit Schwung da um die Kurve rückwärts da rauf kommst, mit Schwung den Berg rauf, dass der Tank höher liegt als der Motor. Das war eine super Idee, das hat nämlich funktioniert. Ja. Das war sowas von super. Also das fand ich echt genial von dir, ja, wie du da auf die Idee gekommen bist, da mit Motorhaube offen, da mitten auf dem Dorf rückwärts rollend in so eine Traktoreinfahrt. Ohne Servolenkung. Ohne Servolenkung. Mit Hand. Ja. Und es ging leichter, als ich dachte, ehrlich. Ja, und der stand dann so richtig am Hang. Ne? Und dann hast du gepumpt. Und kam sofort. Ja, das, nicht, sofort. Nee. Du hast immer noch treten, pumpen. Nein. Das war ja, aber ich hatte ja an der Handpumpe, habe ich sofort gesehen, da kam so sehr schnell Diesel an. Aber es waren immer noch Luft drin. Ne? So, und ja, dann habe ich diesmal aber, wo ich voll gepumpt habe, dann die Pumpe wieder zugedreht. Nicht offen gelassen wie beim ersten Mal. Ja. Zugedreht. Und dann habe ich Elke gesagt, so, ja, jetzt starten. Und pumpen, pumpen, pumpen. War alles Paletti. Und das war das ja jetzt gar nicht unser Problem. Ne? Doch, das ist das nächste Problem. Nein, das können wir ja nochmal im Video also machen. Also das mit dem... Ja, gut. Also mit diesem... Also, wie gesagt... Elke hat sehr gut reagiert, ein paar Mal gepumpt auch und dann immer wieder Gas gegeben und dann buckelt er immer und buckelt er. Und irgendwann konnte man hören, jetzt läuft er wieder richtig sauber und war auch so. Ich sage, so, dann machen wir bitte aus. Oder nein, ich wollte die Motorhaube zumachen und suche den Schlüssel. Jetzt kommt dazu, diesen für die Motorhaube, den Vierkantschlüssel, den hatte ich schon beim ersten Mal, wo ich die Haube aufgemacht habe, vorne auf die Seilwinde draufgelegt. Und also, wie der, ich es den Unimog umgesetzt hatte und der stand da rückwärts, komme ich rum und gucke und sehe, oh, der Schlüssel ist ja Gott sei Dank drauf liegen geblieben. Ich habe mich nicht bedankt, ich habe es einfach nur so wahrgenommen. Ja. Also für alle Nicht-Unimog-Fahrer, dieser Schlüssel ist für alles. Ne? Für jedes Schloss, was du da irgendwie aufmachen kannst. Für Batteriekasten. Oder hinten die Klappen oder vorne die Motorhaube, also dafür überall kannst du mit diesem genialen Vierkantschlüssel alles machen. Und wenn du jetzt auf dem Weg nach Kroatien und Montenegro bist und dann ungefähr nach 500 Kilometern diesen Schlüssel verlierst, wäre nicht so gut gewesen. Ne? Ja, wir hatten zwar noch einen Reserveschlüssel, aber das wollten wir nicht. Zumal ich ja wusste, ja, ich habe den Schlüssel nicht verloren. Er war ja noch da gelegen, er muss doch da in der Nähe sein noch. Ja. Also wir sind dann die Straße abgegangen, vorsichtshalber, rauf und runter. Ich auch. Und dann hatte Hubi dann auf einmal die geniale Idee, ich sollte mit dem Tonka rückwärts fahren und ordentlich ruckeln. Ne? Mhm. Falls der Schlüssel irgendwo im Motorraum lag, wäre er dann auf den Boden gefallen. Aber nein. Auch nicht. Auch nicht. Aber wenn mein Mann sagt, ich habe das nicht verlegt, dann glaube ich das. Also dann... ist das da, ne? Das war also ja, vollkommen... Wie lange haben wir gebraucht? Halbe Stunde bestimmt. Oh ja, ich glaube auch. Also, wir haben es nicht aufgegeben aus dem Grunde, weil ich ganz, ganz fest überzeugt war, ich habe den Schlüssel da liegen sehen und ich habe ihn nur wirklich im Unterbewusstsein irgendwo hingelegt, wo ich ihn nicht verlieren kann. Und Elke hat mich immer wieder gefragt, wo hast du ihn als letztes Mal gesehen und. Ja, ich meine, wir sind ja Coaches für Unterbewusstsein, ja, ne? Hm.
Wir hätten sonst noch eine Seelenreise gemacht, und, ne? Dann hätten wir es gefunden. Also wir hätten die Schlüssel auch nach 3000 Kilometer bestimmt noch gefunden, auch Rüttelstrecke oder sonst was. Weil er hat ihn total sicher aufbewahrt. Ja. Nicht in der Hosentasche, nein. Aber das könnt ihr im Video 1 gucken. Da habe ich noch ein Video gedreht und da wird das auch gezeigt, wo da der Vierkantschlüssel liegt. Oder ist das ein Sechskant? Nee, Vierkantschlüssel. Vierkant. Ja. Hatten wir jetzt noch mehr Pannen? Ja, ein paar Kleinigkeiten vielleicht noch so, aber die sind dann nicht so erwähnenswert. Aber dafür haben wir was Positives auch zu erzählen. Ja, und da machen wir jetzt gleich noch ein Video. Wir wollen euch auch die ganzen Vorteile und die Sachen erzählen, die funktioniert haben. Was ist denn das Gegenteil von Pannen? Glück. Ja. Glück, alles im Fluss, alles geht. Leichtigkeit, ja. Okay, wenn ihr noch Lust habt. Bis gleich.